Neue Arenen, spannende Raids, heftige Bosse mit bis zu 25.000 Wettkampfpunkten oder mehr, Pokémünzen etc. Viel zu bequatschen, viel zu bereden. Damit geht's weiter mit wenig Pokémon Go. Also, ja, da hat gestern Niantic aber wirklich eine Bombe platzen lassen, sozusagen. Ich will jetzt alles hier zusammenfassen. Grundlegend muss man zwischen der neuen Arena und den damit verbundenen Raids unterscheiden. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, obwohl das eine Paar gewissermaßen zu dem anderen passt und dazugehört. Jetzt, wenn die Arenen dann wieder online sind, wird vorerst in nächster Zeit nur das neue Arena-System da sein. Die Raids mit den großen Bossen und so, die gibt es erstmal im Beta-Test. Das heißt, manche Leute, wahrscheinlich zufällig ausgewählt, dürfen dann auch an Raids teilnehmen und andere Leute sehen die erst gar nicht. Weil es so ein riesiges Feature, das müssen die wahrscheinlich erstmal akribisch unter die Lupe nehmen. Ich will jetzt mal mit den Arenen beginnen, alle neuen Infos bekannt geben und nebenbei noch ein paar Screenshots durchrattern lassen, denn gestern habe ich da noch nicht alle zeigen können. Mittlerweile gibt es einige mehr, die Infos, die ich da jetzt bekannt gebe. Die habe ich alle aus offiziellen Pressemitteilungen, aus offiziellen Supportartikeln und so weiter zusammengetragen. Das heißt, nichts Erfundenes oder Fantasiertes oder Vermutungen, sondern das, was ich sage, das sind offizielle Informationen. Also, jetzt können nur noch 6 anstelle von 10 Pokémon in einer Arena sitzen. Man kämpft in dieser Reihenfolge, in welcher sie reingesetzt worden sind. Das heißt, keine Sortierung nach KP oder nach WP oder nach Alphabet oder was auch immer. Wie man die Pokémon rauskickt, das funktioniert nun über das Motivationssystem. Da hat jedes Pokémon so ein Herz. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Sagen wir, mein Relaxo hat 3000 Wettkampfpunkte. Es wird ein paar Mal angegriffen, die Motivation sinkt auf 50%, dann hat es vielleicht nur noch 1500 Wettkampfpunkte. Ob die Zahlen so stimmen, weiß man nicht, aber grundlegend wird es so funktionieren. Man kämpft also gegen die stärksten Pokémon, irgendwann verlieren sie Motivation, werden schwächer und wenn die Motivation dann bei 0 ist, reicht noch ein einziger Sieg, dann sind sie weg vom Fenster. Es können dann jedoch die befreundeten Teammitglieder, entweder man selbst oder andere Mitglieder von derselben Farbe, Bären verwenden, um die Motivation zu steigern. Und mittlerweile ist auch aus Trailern bekannt geworden, dass man für das Füttern belohnt wird, weil ansonsten, hä, warum soll ich das Pokémon eines fremden Spielers füttern? Davon habe ich ja nichts. Da gibt jemand zum Beispiel eine goldene Himbeere seinem Despotar und bekommt 50 Sternenstaub. Ist jetzt nicht die Welt, aber besser als gar nichts, würde ich sagen. So, dann. Ab und zu wird dann eine Arena einfach komplett gelöscht. Da wird die Farbe weggenommen und es findet dort ein Raid statt. Zu den Raids aber später mehr. Dann kann man bei den Arenen jetzt auch die Fotoscheibe drehen, was vermutlich damit zusammenhängt, weil jetzt so viele Pokéstops zu Arenen wurden. Und sagen wir mal ein Dorf mit 5 Pokéstops und jetzt vielleicht 3 Arenen, 2 Pokéstops, das wäre ansonsten ein krasser Einschnitt in die Items, kann man dort trotzdem drehen. Jedoch soll es wohl nicht möglich sein, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, dass man dort Lockmodule zündet. Beim ersten Mal drehen pro Tag bekommt man dort kostenlos einen Raid Pass, welcher benötigt wird, um an einem Raid teilzunehmen. Und eine weitere Änderung am neuen Arena-System. Jedes Pokémon kann nur einmal in der Arena vorkommen. Ein Hytera, ein Relaxo, dann wird wahrscheinlich noch ein Dragoran, Despotar, Aquana, waren das schon? Ich glaube, das waren 5, egal. Auf jeden Fall so in der Art wird das dann funktionieren. Heikles Thema Pokémünzen. Ich will gleich damit starten. Die genauen Zahlen sind noch nicht bekannt, jedoch wird es so sein, dass man den Verteidigerbonus erst bekommt, sobald das Pokémon wieder aus der Arena zurückkehrt. Ich setze ein Pokémon rein, das ist dann dort XY Stunden drin. Irgendwann wird es rausgeboxt von einem feindlichen Spieler oder weil die Motivation gesunken ist und dann hat jemand noch ein einziges Mal angegriffen und weg ist es. Dann gibt es für mich den Verteidigerbonus. Maximal 100 Pokémünzen am Tag. Es wird vermutlich, und das ist jetzt eine Vermutung, nicht so sein, dass man pro zurückgekehrtem Pokémon einen Verteidigerbonus, sprich 10 Münzen, erhalten wird, sondern wenn ich da das Bild, ich meine, ich habe es bestimmt schon gezeigt, aber jetzt nochmal in groß, das Bild der Orden. Zu den Orden komme ich noch gleich, aber da steht dran, wie lange das Pokémon schon in der Arena sitzt. Es wird dann noch Medaillen geben, dass man so und so viele Stunden in einer Arena sitzen muss oder insgesamt in allen Arenen im Spiel.
Bronze, Silber, Gold, so wie man die ganzen anderen Medaillen auch kennt. Und genau, jetzt nur eine Vermutung. Sagen wir mal, ich schaffe es, dass ein Pokémon 10 Tage lang in einer Arena bleibt, was wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Und es kommt dann zurück. Dann bekomme ich vielleicht sogar für ein einziges Pokémon 100 Münzen. Muss nicht so sein, ist eine Vermutung, aber es wird eben nicht, ein Pokémon ist gleich 10 Münzen. So wird es nicht sein. Jetzt kommen wir zum Interessanten, nämlich zu den Orden. Und das ist wohl eines der besten Features im gesamten Arena-System. Man öffnet dann sein Profil, scrollt ein bisschen runter und da sieht man dann für jede Arena einen Orden. Und da gibt es 4 Versionen. Normal, Bronze, Silber, Gold. Da ist so eine Erfahrungspunkteleiste sozusagen und man bekommt Erfahrungspunkte, also Orden-Erfahrungspunkte, für Kämpfe, für Fütterungen und für das Drehen an der Fotoscheibe. Und je besser der Orden gelevelt ist, desto besser ist dann auch die Belohnung. Unter anderem die Belohnung bei der Fotoscheibe, sowie die Belohnung bei höchstwahrscheinlich Raids. Und das Gute ist, ich kann jetzt also sehen, sagen wir mal, irgendjemand hat 20 Pokémon stationiert. In der Vergangenheit wusste man nicht, hä, wo sind die überhaupt noch? Ich sehe dann in der Ordenübersicht die Motivationsanzeige. Da ist dann zum Beispiel mein Despotar. Das Herz ist zu 80% gefüllt und ich weiß genau, okay, das ist die Arena. Die Motivation passt noch und das Pokémon ist dort schon 12 Stunden drin. Alles in Ordnung. Dann sehe ich zum Beispiel nächste Arena. Ah, das Halterra, die Motivation, die lässt schon langsam nach. Da sollte ich vielleicht mal vorbeischauen oder meinen Kumpel anrufen, ob der da eine Beere verwenden kann. Und so weiter und so fort. Und weltweit kann man jede Arena als Orden besitzen. Da habe ich nur ein paar Bedenken, was die Performance betrifft, weil sagen wir mal, es gibt ja hunderte Arenen. Wenn man wirklich überall mal sich den normalen Orden zumindest holt, das kann dann beim Durchscrollen ziemlich heftig werden, aber das habe ich live noch nicht getestet, von daher will ich da gar nichts dazu sagen. Und jetzt kommen wir dann zu den Raids. Das sind eben spezielle Ereignisse, also Übersetzung Raubzüge, wo mehrere Gruppen angreifen können, teamunabhängig, in Größen von bis zu 20 Spielern. Aber mehrere 20 Spielergruppen. Und egal, es kann ein Team Blau mit Team Gelb und Team Rot zusammengewürfelt werden. Es ist sogar möglich, private Gruppen zu erstellen. Da gibt es dann ein Passwort, welches zum Beispiel lautet Bisasam Bisasam Shigi. Da können dann nur die Freunde teilnehmen, die auch dieses Passwort kennen. Da kämpft man dann gegen ein richtig aufgepumptes Pokémon, welches zufällig aus einem Ei schlüpft. Man sieht dann, beim Tracker in der Nähe gibt es einen weiteren Tabulator. Neben Pokémon steht dann Raid, zum Beispiel 5 Raids. Da ist dann Ei. 22:30 bedeutet, in 22,5 Minuten wird dieses Ei schlüpfen. Dann sind da unten noch 4 kleine Gesichter. Bedeutet Schwierigkeitsgrad 4 von 5. 5 ist dann wahrscheinlich für Legendäre, das ist aber nur eine Vermutung. 4 ist für Hyterra, sieht man da. Und zum Beispiel Dragoran, Despotar. Dann geht man zu dieser Arena. Und wenn es losgeht, schlüpft das ein. Da kommt ein zufälliges Pokémon aus dieser Kategorie eben raus. Und dann kämpfen diese 20 Spielergruppen gegen das Pokémon und zwar eine Stunde lang, wobei jeder einzelne Kampf 5 Minuten dauert. Also eine Stunde ist der Raid da, 5 Minuten dauert jeder Kampf. Nach dem Kampf kann man seine Pokémon heilen, andere Pokémon wählen, kurz eine Runde schlafen, Kaffee trinken, irgendwas auf jeden Fall. Nach dieser Stunde ist das Pokémon dann weg. Beziehungsweise im Optimalfall hat man es dann hoffentlich schon bezwungen. Um jedoch daran teilnehmen zu können, benötigt man, wie schon erwähnt, einen Raid Pass. Einen pro Tag kostenlos oder man kann sich natürlich auch welche im Shop kaufen und eine Info nebenbei, die kann man nicht hamstern. Zum Beispiel, man ist jetzt eigentlich eine Woche gar nicht so aktiv im Pokémon Go, möchte sich aber schon mal 7 Raid Pässe zusammensammeln. Nö, man kann immer nur einen Pass gleichzeitig im Inventar besitzen. Gekämpft wird ganz normal, daran hat sich nichts geändert. Schneller Angriff, Aufladung, Ausweichen, so auch im Raid. Gewinnt man dann, gibt es Gegenstände wie zum Beispiel goldene Himbeeren. Damit wird entweder die Fangchance enorm erhöht in der Wildnis oder wenn man die füttert, wird die Motivation sofort komplett aufgefüllt. Dann gibt es TMs. Wer die anderen Pokémon-Videospiele kennt, der wird gerade Luftsprünge veranstalten, denn mit TMs kann man einem Pokémon andere Attacken beibringen. Und da wird es eine für Charge Moves und eine für Fast Moves geben. Also für beide Attacken TMs, die man sich bei Raids verdienen kann. Einfach nur heftig. Und seltene Bonbons heißen die, also Rare Candy. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch übersetzt werden. Und diese Bonbons, zum Beispiel ich bekomme 5 davon, dann kann ich mir
5 Hytera Bonbons aussuchen oder 5 Dragoran oder 5 was auch immer. Und jetzt kommt der Clou, wenn man es schafft, diesen Boss zu besiegen, dann kann man den auch in der Wildnis fangen. Zum Beispiel, wir kämpfen gegen einen Dragoran im Raid, schaffen es, den in der Stunde platt zu machen, dann taucht er auf und man kann ihn fangen. Jedoch, oder es, das Dragoran, man kann das Dragoran dann nur mit einem speziellen Ball fangen, welchen man hier als Raid-Belohnung erhält. Und wenn die Bälle weg sind und man hat das Dragoran nicht gefangen, dann flüchtet es. So, und nun geht es darum, dass man möglichst effizient beim Raid mitarbeitet, denn wie viele Bälle man erhält, das richtet sich nach dem, wie soll ich sagen, nach dem Ergebnis der einzelnen Gruppen. Das heißt, die besten Gruppen und die besten Teams erhalten dann auch dementsprechend mehr. Und da will ich einen Screenshot zeigen, ist von einer japanischen Website. Links oben sieht man dann eben die Ausschüttung der Bälle. Welches Team bekommt nochmal welche extra, welche Gruppe, etc. Dann im Inventar sind diese Rare Candies ganz unten. Und in der Mitte dieser beiden Gegenstände sind die TMs. Ganz rechts oben kann man das Passwort eingeben. Wie gesagt, Pikachu, Bisasam, Smetbo ist das Passwort zum Beispiel. Links unten sieht man dann die Übersicht der Orden. So wird es aussehen. In der Mitte, ganz unten, eine Weltkarte, wo man offenbar irgendwie die Orden ansehen kann, wenn man welche in Amerika hat oder sowas in der Art. Genau, und dann noch ein Screenshot der neuen Arena. Und zu guter Letzt noch was ganz Krasses. Die Typeffektivität hat sich jetzt verbessert. Will ich nur kurz eine Liste einblenden. Erstmal, Same-Type-Attacker-Bonus wurde ein bisschen schwächer gemacht, von 1,25 zu 1,2. Das ist aber kein Problem, denn sehr effektive Angriffe waren in der Vergangenheit 1,25 mal so stark, sind jetzt 1,4 mal so stark und dann doppelte Stärke ist dann dementsprechend noch stärker. Und nicht sehr effektiv ist von 0,8 zu 0,714 abgeschwächt worden, beziehungsweise auch eigentlich erhöht worden. Das heißt, mit Elektro kann man nun noch weniger Schaden gegen ein Rizeros beispielsweise verursachen. Ich glaube, das war jetzt wirklich alles, jedes kleinste bisschen Info noch. Ich habe es versucht, so kurz wie möglich zu halten. Wenn ich was vergessen habe, ich habe umfangreiche Guides und Ratgeber sowohl zu den Arenen als auch zu den Raids und zum gesamten Update erstellt. Mit jeweils 1000 Wörtern oder mehr. Kann man sich gerne zu Gemüte führen. Mit einigen Screenshots etc., die ich hier vielleicht sogar nicht implementiert habe in diesem Video. Jo, aber für jetzt würde ich mal sagen, war's das? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim... Oh, Moment mal, und nur ganz kurz. Habe ich das gesagt? Die Raids kommen jetzt noch nicht. Ach so, das habe ich gesagt. Es geht einfach nicht mehr weiter.